willkommen zurück zu einer neuen nächtlichen Folge Avatar Frontiers of Pandora. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Stissel bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Friendos. Bewerten, kommentieren, um das Ganze ein wenig zu supporten. Super wichtig, ihr wisst Bescheid. Besonders Kommentare, weil only Bots... Only Bots. Das sind meine größten Fans. Und fallt ja nicht auf die Reihen, ne? Es gibt immer noch diese ganzen Du hast gewonnen Typen. Ich habe zwar schon ungefähr, ungelogen, 200 gebannt, aber die kommen halt immer wieder und mittlerweile heißen sie auch nicht mehr einfach nur Keystore 1 oder sowas, sondern merkwürdige Namen mit meinem Logo. Eigentlich sollte sowas ja gar nicht gehen, aber ja, ist halt YouTube, die sagen, pff, interessiert uns einen Feuchten. Ob da jemand dein Logo missbraucht. Aber das ist nicht nur YouTube so. Ich hatte das mal mit Facebook. Vor Jahren, da hat auch jemand mein Logo verwendet und hat dann irgend so einen komischen Dreck geschrieben, wie ich habe mich in eine 12-Jährige verliebt und so ein Schwachsinn. Soll ich's tun, Leute? Ja, nein. Und das alles als Keystore offiziell. Dann sind wir damals auch zu Facebook. Die RDA haben gekämpft. Es gab schwere Verluste. Und haben gesagt, das ist eine perverse Drecksau. Bitte... band den doch mal weg. Und Facebook so, nö. Wir dann so, wieso nicht? Der hat ja hier voll die krassen Sachen geschrieben. Unter falschem Namen. Ja, aber es ist sein Recht. Und ich dachte mir auch noch so, aha, okay, es ist sein gutes Recht, das machen zu dürfen. Der hatte auch, damals hatte der halb so viele Follower auf Facebook wie ich. Ich habe auf Facebook nicht wirklich viel gemacht, aber es ging mir schon auf den Sack, dass jemand sowas einfach schreiben kann und du musst es hinnehmen. Aber was noch? Aber was noch? Na, wie, Jäger taucht auf? Greift RDA an, erledigt MPA. Ja. Ja, und jetzt haben wir es gleich auf YouTube. In YouTube, ja, können wir halt nichts machen. Aber was noch? Aber was noch, YouTube? Was muss denn noch alles passieren? Ich will gar nicht wissen, was die damit verdienen. Mit dem Betrug. Ich will es gar nicht wissen. Ich habe schon so oft Nachrichten auf Instagram bekommen mit, ey, ich habe dir die 50 oder 70 Euro Teilnahmegebühr überwiesen für das MacBook Air und für die PlayStation 5. Und ich denke mir so, ich verlos sowas nicht. Leute, ich verlos sowas nicht. Und jetzt stellt euch mal vor, das passiert ja global. Das ist ja nicht nur in Deutschland so und bei deutschen Influencern, sondern es passiert ja wirklich überall. Stellt euch mal vor, jeden Tag fallen 100 Leute von Millionen darauf rein. Na, kommt gut Geld zusammen. Da kommt richtig, richtig gut Geld zusammen. Aber was noch? Ey, immer diese Sucherei. Ich bin innerhalb des Suchgebietes. Wie groß ist das Suchgebiet? Aber was sind Fußspuren? Wo führen die denn hin? Kann ich hier irgendwas erkennen? Oder sind das Fußspuren? Die führen hier lang. Würde ich jetzt mal grob schätzen. Hier bin ich. Schleier, um Unerwünschtes zu verbergen? Hier bin ich raus aus dem Gebiet. Boah. Aber was noch, Alter? Also die Sucherei hätten sie... Ah, das ist irgendwas zum Sammeln. Hätten sie deutlich reduzieren können. Bin ich hier noch im Gebiet? Hier ist eine Duftspur. Hier bin ich aber auch nicht mehr im Gebiet. Das geht mir so auf den Sack. Getrennte. Auf der Flucht. Vor wem? Ja, hier vorne sind wahrscheinlich die Zehen. Ne? Also, es ist irgendwie hier lang gerannt. Hier liegt ein totes Tier rum. Getrennte auf der Flucht. Aber vor wem? Ja, vor RDA. Ich schaue nochmal hier. Ganz genau, Floof. Verdeckst du irgendwas?
Ist da vorne was? Das da? Ne, ist nur Wasser, ne? Oh, ey. Das ist echt... Ist das was? Masken. Eine Verkleidung. Nee. Doch enthüllt. Hier ist doch kein Suchgebiet mehr. Ey, Jungs, habt ihr hier irgendwas gesehen? Es wäre ganz nett, wenn man die interviewen könnte. Irgendwo hier sind Fußspuren oder vielleicht Kratzspuren an einem Baum noch. Es gibt's doch nicht, dass wir das jetzt hier nicht finden. Ah, oh, hier, das meine ich, Leute. Guckt euch das mal an. Ein paar Jizzflecken. Die RDA schießt auf etwas. Nah am Boden? Schnell. Ein wilder Kugelhagel. Die RDA zielt auf Tiere. Schlechter Schuss. Wurde wohl gestört. RDA jagt Getrennte? Ein Navi-Jäger greift an. Erfahren. Tötet sie. Auch den MPA. Die Getrennten fliehen. MPA hat Ölverlust. Eine Spur. Wo siehst du? Das ist die Spur. Damit kann ich arbeiten. Ja, ich finde einfach, dass man in dem Spiel wir uns bei Krankheit kehrt neuer Lebenshauch zurück. Schlecht irgendwie in der Tat, viele Teile des Landes sind was sieht, weil es einfach so überladen ist und alles leuchtet. Jede Pflanze hat ja auch einen Leuchteffekt, weil man sie scannen kann. So, das ist halt echt viel. Guck mal, hier liegt eine Leiche rum. Die Fährte schwindet. Muss schnell sein. Konzentrier dich, Sadney. Nächstes Mal triffst du. Sadney? Die Himmelsmenschen dort. Sie waren mir im Weg. Himmelsmenschen jagen zum Spaß, können Stumme nicht voneinander unterscheiden. Mein Ziel ist in der Gruppe. Vor Jahren hat mich ein Biest ohne Kuru fast getötet. Seitdem jage ich es. Niemand wird es mir wegnehmen. Hier könnten noch mehr Himmelsmenschen sein. Möchtest du, dass ich dir helfe? Gut, ich habe welche beim Erbe des Träumers gesehen. Unter den schwebenden Bergen. Wir treffen uns dann hier. Das Stumme. Ein altes, von Kämpfen vernarbtes Biest, getrennt von Ewa. Es wird endlich würdevoll sterben. Ah ja. Was ist das denn für ein Ding? Schlammjuwelenmuschel. Tadellos trocken. Kopfherstellung. Aber nur gut 38. So, was soll ich jetzt irgendwie die Einheit finden? Alright, hier wird es mir wenigstens angezeigt. Fluff! Doktor! Doktor! Offizieller Fluff-Lockruf. Fliegen wir! Wo ist mein Powerbogen? Ja, ja. Pfeile herstellen. Erbe des Träumers. Okay, wir jagen hier anscheinend irgendeine legendäre Bestie. Sag doch mal ab. Ist er das? Komm schon, Powerbogen. Ja. Bitteschön. Alter, ich liebe meinen Bogen. Boah, was macht der für ein Ultra-Damage? Autsch. Den habe ich. Okay, gib mir mal eine Shotgun hier. Komm zurück! Boah, der ist richtig buff. Gib mir mal hier die Shockshot. Dann machst du nix, ha?
Sadnis wilder Tamator. Aber nicht hier. Muss sie suchen. So, will er suchen. Hier. Hat er mich extra auf eine falsche Spur gelenkt, damit sie die ganze Action hat? Wahoo! Wahoo! Okay, mit dem Bogen brauchst du aber viel Holz, du. Boah, damit kann ich jetzt auch schon 20. Das ist geil! Danke. Danke. Gibt es hier vielleicht noch ein paar Stöckchen? Bevor wir jetzt hier weitermachen. Nicht, dass ich am Ende jetzt hier einen Kampf habe und keine Muni. Dauernd gibt es überall Stöckchen. Nur hier nicht. Hm. Das ist jetzt nicht so gut. Echt, hier gibt's keine Stöckchen. Ah, Spiel. Warum tust du mir das an? Ah, wird schon klappen. Mein Ziel, meine Beute. Nach all der Zeit ein so würdeloser Tod durch die Himmelsmenschen. Ich hatte dieses Biest oft im Visier. Meine Pfeile verfehlen nur, wenn ich es will. Das Biest habe ich viele Male verfehlt. Es ist seltsam. Es hätte mich fast getötet. Und doch sehe ich es als Opfer. Wie mich selbst. Was ist passiert? Jetzt warst du bereit, es zu töten. Ich musste es tun. Die hasserfüllten Himmelsmenschen mit ihren schrecklichen Waffen haben mich gezwungen. Es war verwundet, rasend. Es sollte in Würde sterben. Ich habe versagt. Ich habe gezögert, mich geweigert, das Richtige zu tun. Meine Tatenlosigkeit endet jetzt. Anufi braucht mich mehr als je zuvor. Es ist Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Ich sehe dich, mein Bruder. Ruhe in Frieden. Du kannst die Jagd beenden. Ich mache für uns beide weiter. Laufe für immer mit Ewa. Mm. Okay, in den Nebenmissionen steckt der gute Loot, ha? Huh? Bams! 16 hochgepusht. Dankeschön, Schwester. Auf den Spuren der Vergangenheit abgeschlossen. Ja, so sieht das Vieh aus. Das kann man jetzt auch mal sehen. Ein Skillpunkt habe ich mir auch noch verdient. Eigentlich echt ein krasses Welches Vieh. Lied hat sie noch immer gesungen? So, das hätten wir. Wo bin ich hier? Hm. So. Gehen wir mal zurück und machen mal ein bisschen die Hauptstory wieder weiter. Hey, ich habe eine Idee. Alright. Das ist ein Neuanfang für die Kametire. Jetzt, da Anufis Wahrheit bei Ewa ist, wissen die meisten unserer Leute, dass wir das Verschwinden der Sarentu nicht verschuldet haben und uns mit den Clans gegen die RDA verbünden wollen, aber... Was ist, Samil? Viele von uns sind in alle Winde verstreut, aber es sieht so aus, als kehrten nun einige heim. Aber viele fehlen noch und müssen überzeugt werden.
wenn ich irgendwie helfen kann. Ich muss hier bleiben. Aber auf deinen Reisen könntest du ihnen den Weg nach Hause zeigen. Sieh dich in den Höhlen, in den Lagern oder im Wald um. Dieser Ort muss einfach wieder erweckt werden. Ja, es klingt nach einer sehr chaotischen Aufgabe. Wovon kann ich mich trennen? Uff. Das ist ein Brustschutz? Ah ne, die unten drunter sind Brustschutz. Die Werte von meinem sind halt gar nicht mal so schlecht. Das ist eine Mod. Boah, das ist nicht schlecht. Da hat ja jemand ein paar gute Sachen. Klar, wenn du... wenn du levelst... Was war das jetzt? Arme? Wenn du levelst, kriegst du halt auch den geilen Kram, ne? 17 hochgeschossen. Was habe ich denn hier schon wieder alles? Will ich eigentlich nicht abgeben. Er wollte Anufi sehen. Klingt verdammt. Oh, das hier kannst du haben. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Nö. 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 Ja, die haben schon wirklich geile Sachen. Irgendwie finde ich, geht das Crafting in dem Spiel extrem unter. So, wo soll ich jetzt hin? Wo geht's weiter? Wo treffen wir uns? In irgendeiner Höhle, ne? Mein Bruder hat die Höhlen verlassen und ist nie zurückgekommen. Wie? Warte. Quest. Sprich mit Anufi, bevor du die Höhle verlässt. Anufi bereitet sich auf den Besuch des neuen Versteckes des Widerstands vor. Sie in der Höhle der Ahnen. Verfolgen. Es hat viele davon getrieben. Die Höhle der Ahnen. Wo ist die Höhle der Ahnen? Hier drüben. Moin. Ich sehe, du bist bereit für die Rückkehr. Dein Herz ist entschlossen. Eine bemerkenswerte Entschlossenheit zu heilen. Das muss ich erst wieder lernen. Mich so um meine Leute zu kümmern, wie du es tust. Sorge dich nicht um deine Freunde. Die alten Wege werden sie erneuern. Wie kann ich helfen? Ich hole meine Werkzeuge, doch dich lockt die Jagd. In diesem Gebiet leben mehr Hirsche. Ihr Leder und ihr Fleisch sind fürwahr sehr nützlich, doch das Fett dieser Wesen ist ein wahres Geschenk. Der Hirsch muss friedvoll aus diesem Leben wandern. Oh, snap, Alter. Was? Ein Fisch brauchen wir auch? Ich dachte, ich muss irgendwelche Hirsche jagen. Mehr Hirsche. Klingt auch irgendwie nach Fisch. Okay, wo findet man die? Jagdbuch. Nee, ist kein Fisch. Waldboden nach Nahrung sucht. Okay. Eintrag öffnen. Quest. Und wo lungern die rum? Aha, und wo sind die? Sieht man das nicht auf der Karte? Nein. Hier. Auf der Karte sehe ich schon mal nichts.
Meist auffindbar Weißmoos-Waldbiom des vergangenen Waldes. Das Weißmoos-Waldbiom. Wo zum Pinsel ist das Weißmoos-Waldbiom? Flüsterteich? Weißmoos-Waldbiom. Steinsumpf? Fluss der Ahnen? Ist das vielleicht irgendwie verworrenes Herz? Nee, da ist alles verseucht. Träger Sumpf. Eine 19er Basis. Weißmoos Waldbiom. Seidenwald. Des verhangenen Waldes. Hier ist aber nichts weiß. Also irgendwie, es könnte auch in irgendeinem Gebiet sein, wo wir halt noch nie waren. Hier ist eine Fähigkeit. Stufen der Tränen. Level 19er Basis hier drüben. Kluft der Tränen. Erster Zakru. Hier ist halt nochmal ein riesiges Gebiet, wo wir noch nie waren. Oder hier. Keine Ahnung, was hier ist. Hier könnte rein theoretisch irgendein Waldbiom sein. Ich markiere mal das hier. Mache hier mal eine Schnellreise hin. Das Weißmoos-Waldbiom. Weißmoos. Ist das Weißmoos? Die Kametiere wollen uns helfen. Ihre Zahi ist unterwegs zu euch. Anufi. Sie kommt hierher? Jetzt? Oh, das ist großartig. Wir halten hier durch. Rinella und Nor sind nach Vorräten suchen gegangen. Aber... Ich bin auf dem Rückweg. Ich muss nur etwas für Anufi finden. Es gibt ja eine bestimmte Tierart. Sie sagt... RDA. Oh, ich habe keine Granaten. Oh mein Gott, sind die buff. Alter, der kleine ballert mich hier noch weg. Uff. Ja, das ist typisches Weißmoos-Waldbiom-Verhalten. Oh, endlich bei Stöckchen. Scheint sicher zu sein. Okay, ich bin auf dem Rückweg. Ich muss nur etwas für Anufi finden. Es gibt ja eine bestimmte Tierart. Sie sagt, die kann helfen. Das hoffe ich. Viel Glück da draußen. Jetzt habe ich auch wieder Granaten. Wo habe ich die denn her? So, wo waren die? Schweine, mache ich fertig. Die Kametiere-Heilerin ist hier. Wow. Anufi. Klar, natürlich. Sie ist sehr außergewöhnlich, oder? Sind die weg? Sie kam hier so reingeschwebt. Total majestätisch. Sie hält uns wohl für ziemlich stümperhaft. Sie hätte unsere alte Basis sehen sollen. Diesmal wird es anders. Es geht bergauf. Also bis bald. Pass da draußen auf dich auf, ja? Yep. Das Weißmoos-Waldbiom, ich hab keinen Schimmer, wo das sein soll. Aber wie gesagt, hier oben waren wir halt noch nicht. Es kann ja irgendwo sein, wo wir noch nie waren und das noch nie aufgedeckt haben. Was ist das hier? Irgendwelche Container. Und, gibt's hier geilen Loot? Naja. Bisschen Muni. Das war ein schöner Kill. Ich brauch dich zwar nicht, aber ey. Danke für die Gaben. Dankeschön, Bro. Dass ich abmoxen durfte. Eine riesige Schmuddelbasis. Bagger Bravo. So ein Level haben die? 15.
Das hat niemand mitbekommen, ne? Ja, auch nicht. Riesiges blaues Wesen. Auf einer großen gelben Anlage. Verdammter Ninja. Der Bogen ist so heftig geil. Bei der Rekrutierung hatten wir uns noch das Blaue vom Himmel versprochen. Wie bin ich nur mit dir? Deine linke Flanke liegt frei! Oh, da war noch ein kleiner. Ziel an dieser Position. Oh, da oben ist ja auch noch einer. Verzieh dich! Hey! Leck mich am Ärmel, machen die wieder ein Damage hier. So, den haben wir erledigt. Und hier ist noch ein großer mit Granados. Bist du der Letzte? Bam. So, Problem gelöst. Einmal sabotieren. Und dann einmal hier hoch, ha? Andere Seite. Adios, meine Freunde. Wenn es Bumm macht, ist immer wieder schön. Ah, wunderschön. Ist das nicht das Vieh, was wir suchen? Kann ich das nicht einfach abknallen? Bleibt genau da, Jungs. So, ich würde sagen, wie es weitergeht, erleben wir dann wohl erst in der nächsten Folge. Aber ihr dürft jetzt bewerten und kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao!